Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer weiteren Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wir sind in der achten und letzten Welt und haben letztes Mal die ersten zwei Level relativ gut gemeistert. Heute wollen wir weiter in Richtung Finale gehen, da die Folge etwas länger werden könnte. Ich weiß nicht, wenn wir schnell sind, könnte das Finale tatsächlich heute bereits kommen. Es hängt aber von einigen Faktoren ab. Zum Beispiel, ob ich das mache oder nicht. Ich hätte da gut was machen können, wenn ich später abgesprungen wäre. Aber den ersten Teil des Levels haben wir ganz gut durchgerannt. Also, ich nehme das ein bisschen als Challenge auch, muss ich sagen, jetzt heute das Finale zu schaffen. Auch wenn natürlich dieses Level nicht gerade angenehm ist, wenn man Tempo machen will. Ich denke, ich muss nicht erklären, weshalb. Als ob das gehittet hat. Ja, ich riech schon, das wird wahrscheinlich nix. Oh, stimmt, es kommen auch noch, glaube ich, zwei Scrolling-Level. Ganz ekelhaft. Ja, immer warten, bis die Welle durch ist. Wäre schön, wenn ich diesmal zumindest hier nicht sterben würde. Ich lasse mir jetzt die Zeit, die es braucht. Ich habe keine Ahnung, was hier... Alles klar, gar nichts. Perfekt. Ich muss halt sagen, ich finde es ein bisschen mies, dass Pilz mit Abstand das Item ist, was am schwersten einzusammeln. Die Viecher gab es in dem Level. Außerdem kann mir keiner sagen, dass die letzte Starcoin nicht... Echt? Die letzte Starcoin ist doch safe irgendwo unten bei so einem Ding. Oh, natürlich trifft der Keck mich und ich ihn nicht. Hier ist die Starcoin. So, den wegmachen, ansonsten wird's kritisch. Danke! Ich hab dreimal den Scheiß-Button gedrückt. Wow, ja, vergesst das mit dem Finale. Wenn's so weitergeht, können wir froh sein, wenn wir das Level heute schaffen. What the fuck? Vor allem, dass diese Stelle so ewig dauert hier. Das macht's nicht gerade angenehmer. Ich verstehe aber auch echt nicht, wie zum Fick ich gerade gestorben bin. Ich habe dreimal den Sprungknopf gedrückt, aber Mario ist einfach stehen geblieben. Es ist halt Dreck. Und dafür muss ich jetzt hier so viel vom Level neu machen. Ja, aber das ist es halt, Digga. Warum ist Pilz in dem Spiel das Item, was, wenn man einen findet, am schwersten zu bekommen ist? Bin ich der Einzige, für den das keinen Sinn ergibt? So, jetzt kommt der Block wieder. Dann bekomme ich zumindest einen Pilz. Du verpiss dich wieder und vielleicht darf ich es diesmal ja sogar schaffen. Danke. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass meine Inputs funktionieren. So, und jetzt hier durch. Raus aus dem Level. Deutlich länger als nötig. Ah, und die erste Hälfte vom Level lief doch eigentlich auch so gut. Aber in der zweiten ist es dann ganz, ganz arg abgekackt. Ah, und stimmt, das Secret Level gibt's auch noch. Also das mit dem Finale wird sehr schwierig. Ich meine, im Prinzip habe ich schon so 40 Minuten Zeit ungefähr, aber... Den Tower hier habe ich übrigens auch als ekelhaft in Erinnerung.
Ich weiß auch, dass ich den Fight am Ende nicht mag. Och nein, das war der. Ja, den mag ich gar nicht. Allgemein, Level dieser Art, ich sag's immer wieder, wenn ich 2D-Marios spiele, ich mag solche Level nicht. Warum, weiß ich selber nicht wirklich, aber ich mag's einfach nicht. So, zumindest die erste Star-Coin haben wir schon mal. Hier kann man recht offensichtlich in die Wand rein. Bekommt dafür gefühlt einen Dreck. Okay, der Stern hilft uns wahrscheinlich dabei, ein bisschen schneller nach oben zu kommen. Okay, wahrscheinlich wäre es trotzdem schneller gewesen, wenn ich gar nicht in diese Tür gegangen wäre. Das war close. Weil zerquetscht werden kann man auch mit Stern. Hier ist keine Starcoin anscheinend. Hoffe ich zumindest. Ich habe echt keinen Bock mehr zu verpassen, muss ich sagen. Ich weiß, das ist sehr überraschend. Ja, recht miese Stelle. Aber ich bin einfach ein Gott. Im Prinzip ist man sicher, wo diese Münzen sind, soweit ich weiß. Ansonsten wäre es mies. Ja, ich hätte jetzt auch... Ich bin einfach zu nervös bei solchen Passagen, um da so krass zu speeden. Aber mir kann keiner was sagen, wo habe ich eine Starcoin verpasst. Ich habe doch safe eine vergessen. Da oben ist eine direkt hinterm Checkpoint. Und hier ist die andere. Okay. So. Dann hier so durch. Dieses Mal hat die Plattform besseres Timing. Und damit haben wir das. Sehr schön und ja, das ist doch recht überraschend für mich. Und ich mach's ganz clever. Einsammeln, dann Checkpoint. Weil so ist jetzt auch egal, wenn ich nochmal sterbe. Die Starcoins hab ich alle. Ich muss nur zum Levelende. Wir sind am Levelende. Der Karmic Fight kann ein bisschen nervig sein, allerdings. Aber ich glaube, auch den kriege ich heutzutage ein gutes Stück besser hin als früher. Ah, der hat sich ekelhaft hingestellt, aber es hat gereicht. Mhm. Ja, der schießt von oben. Doch nicht der so. Ja, okay. Mhm. Es ist ganz interessant mit den bewegenden Plattformen, weil sich der Kampf dann echt ein bisschen mehr wie ein Plattformer anfühlt für mich, aber schwer ist es nicht. Schwer ist das nicht. Och, da sind sogar noch 3 Level. Ich hatte nur 2 im Kopf. Andererseits muss ich halt auch sagen, wenn ich für das Finale eine eigene Folge nehme, dann ist das eine 10-Minuten-Folge. Es ist gerade wirklich schwierig für mich zu entscheiden. Halt die Fresse, Toad. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Ihr werdet es wahrscheinlich sowieso schon am Thumbnail sehen. Wenn Final Boss draufsteht, dann machen wir den Final Boss und... Ich hätte das Ding aufheben sollen. Wenn ich dadurch jetzt schon eine Starcoin verpasst habe, dann heul ich.
Aber das ist auch das ekelhafteste Level dieser Welt in meinen Augen. Deswegen Zeit für Spaß. Im Prinzip will ich auch diese ganzen Gegner natürlich gern loswerden. Das Problem ist, die sind das Einzige, was mir Licht gibt in diesem Level. So, hier komme ich hoch. Euch kann ich einfach loswerden. Und tue das auch mit Genuss. Ich habe Golf gespielt oder so. So, auch wenn man kein Item hat. Special Edition. Golf Deluxe haben sie auch auf die Switch geportet. Und hier unten ist eine Röhre. Wenn hier eine Starcoin ist, ich glaube, hier ist keiner. Oder hier sind literally nur Coins, dein Ernst? Hier sind literally nur Coins. Ich wollte gerade auch sagen, ich hätte mich nicht mal daran erinnert, dass diese Röhre... Null worth it, die respawn, ja. Und ich hab so einen Schack. Ja! Und ich hab keine Lichtquelle, what the fuck? Diese Röhre hat ja komplett das ganze Level zerstört. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, vor allem... Oh nein, dieses Scheiß-Level hat doch nicht mal einen Checkpoint. Jetzt bekommen wir neue Gegner, die Licht machen müssen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, welcher Scheiß-Sadist. Wenn ich meine Feuerblume noch hätte, dann ginge es ja, aber... Ja, ey. Bruder, was ist das? Dieses Level ist so ein Bullshit, Digga. Warum habe ich überhaupt daran gedacht, vielleicht heute das Finale zu schaffen, wenn dieses Level existiert? Ihr seht ja, das dauert nicht nur ewig. Das dauert nicht nur ewig, das Level. Es hat keinen Checkpoint und ist schlicht unfair an einigen Stellen. Es ist halt so ein scheiß Game-Design. Ich finde es auch wunderschön, wie die einen mehrfach hitten können, zum Beispiel die Dinger. Boah, ich hätte so gerne eine Feuerblume wieder hier. So, diesmal gar keine Diskussion. Ah, genau da lang wollte ich es werfen, danke. Ja! Ein Glück sind Dunkelheitslevel so spaßig und fair. Die geben dem Wort Blind Jump echt eine neue Bedeutung, weil was anderes gibt's hier nicht. Das ist so ein Trash und jetzt sterbe ich ja wieder bei den Bloopern. Weil die Stelle einfach Bullshit ist. Wer denkt sich so eine Scheiße denn aus? Ja, Digga. Wie löse ich das? Wie wurde ich nicht gehittet? Oh, hier ist ein alle. Ich gehe lieber auf Nummer... Ich dachte, hier kommt ein Pilz raus. Ich hätte auch lieber noch einen, bevor ich jetzt gleich nochmal vorm Checkpoint sterbe. Gibt's überhaupt einen Checkpoint jetzt? Wenn nein, dann muss ich ganz weit loben. Das ist doch nicht deren Ernst! Was zum Fick? Es gibt keinen Checkpoint. Dieses ekelhafte Dreckslevel muss man ohne Checkpoint durchspielen. Ja!
Strömung in der Dunkelheit unter Wasser. Was sonst? What the fuck? Das ist ja... Ey, was zum Fick soll dieses Level? Wer denkt sich denn sowas aus? Das schaff ich nicht. Punkt. Das schaff ich nicht. Wer denkt sich so einen Bullshit aus? Ein Unterwasserlevel mit Dunkelheit und dann baut man noch so Blooper. Man baut Strömung ein. So ganz komische Gegner überall. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, da müsste das Level theoretisch auch so angepasst sein, dass man das Wasser nicht dringend braucht. Ja, das ist aber tatsächlich in meinen Augen zumindest gegeben bei so einer Frage. Wenn man bei einem Level, das auf Wasser ausgelegt ist, das Wasser wegnimmt, funktioniert das natürlich nicht. So, Feuerblume diesmal. Ich hoffe, das macht's mir leichter und mir ist so scheißegal, dass die Dinger hier Lichtquellen sind für mich. So, verpisst euch alle. Ich weiß, dass die Starcoin da noch liegt. Ich will nur erst meinen Stern verlängern. Auch wenn es nicht viel bringt. Wenn ich dieses Level noch einmal in meinem Leben spielen muss, ist es nicht lustig. Egal unter welchen Bedingungen. Halt ich für wahrscheinlich. Lass mich raten, ich werde nochmal gehittet. Jetzt komm runter. Gott, ey, ich hasse dieses Level so sehr. Danke, Spiel. Zum Glück ist da die Strömung. Ohne die wird das Ganze ja auch keinen Spaß machen. Ah, ich darf also nicht mal hier chillen so richtig. Ey, das ist einfach Bullshit. Ja, ich sterb halt wieder. Starcoin? Ich hab einfach keinen Bock auf dieses Level. Und es fehlt jetzt noch eine Starcoin. Wo zum Fick? Ja, da scheiß ich jetzt auch drauf. Ich spiel jetzt weiter. Ich mach die erstmal nicht. Ich mach die erst, sobald ich sie brauch. Ich hab einfach keinen Bock, dieses Level jetzt nochmal zu spielen. Es ist das Schlechteste im Spiel und es ist nicht mal knapp. Ich dachte, das Parabit... Oh, stimmt, vielleicht ist es doch knapp. Ein Scrolling-Level mit Bewegungssteuerung und vom Himmel fallenden Gegnern gibt's jetzt. Das ist aber auch die Stelle in der Welt, von der ich bereits geredet habe. Die Stelle, in der die Welt wirklich Trash ist. Das sind halt wirklich zwei der schlimmsten Level im Game in Folge. Ja, ey, es ist so geil mit Bewegungssteuerung noch dabei. Verpiss dich.
Also mir fehlt jetzt nur noch, dass es in dem Level auch keinen Checkpoint gibt. Wow, es gibt sogar einen. Ey. Was für ein Trash. Und jetzt hier noch ewig warten. Ja, jetzt kombinieren wir die Bob-Bombs und die Lava von TNA. Den Bob-Bomb hätte ich natürlich gebraucht. Makes sense to me. What the fuck, Alter? Was muss man denn geraucht haben? Vor allem, das Tolle ist, das ist wieder so ein paar Level, die vor allem dadurch schwer sind, dass sie nicht einfach schwierig gestaltet sind, sondern schlicht unfair. Ja, und das soll man hitten. Das ist ein Joke. Das ist ein Joke, ey. Gott, was zum Fick? Deswegen Speedrun, Leute, das Game. Einfach weil auf der Speedrun-Route diese Level nicht drauf sind. Das hat einen Grund, dass die Kategorie dass es die Kategorie nicht gibt. So, wenn die dritte Starcoin nochmal so ein Bullshit ist, dann könnt ihr mich komplett. Ach ja, die brauchen wir noch! What the fuck? Das ist doch einfach nicht feierbar! Ja klar, spawn auch noch 87 nach. Und ich darf nicht springen anscheinend. Alter, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Das ist ja so ein Bullshit. Und ich habe in der letzten Folge was davon gelabert, dass Mario Bros. Wii das entspannteste Projekt im Moment ist. Ja, da hat Welt 8 gar keinen Bock drauf. Das heißt, ich muss jetzt mit diesen scheiß Rabenviechern 8 Stunden gefühlt durchhalten. Das Tolle ist ja, man muss über die drüber springen, um ihnen auszuweichen, aber dadurch springt man meistens in einen anderen. Was diese Stelle im Allgemeinen bringt, ist mir auch ein Rätsel. Hui, was eine spaßige Stelle. Lass mich raten, ich werde gleich von irgendwas getroffen. Wäre schön, wenn die jetzt einfach nicht mehr nachspawnen würden, bitte. Ach so, Zeit auch noch, wobei man sagen muss, im Scrolling-Level, ja. Ja, zum Glück. Insgesamt in der Summe ist das Wasserlevel noch ein bisschen beschissener, aber das hier ist das zweitschlimmste im Game. Glückwunsch. Das ist eine tolle Leistung. Das nächste Level habe ich tatsächlich wieder als recht spaßig im Kopf, muss ich sagen. Komm. Bitte sei kein Abfall. Ich glaube, viele würden das hier auch als nervigen Trash ansehen. What the fuck, random invisible blocks?
Also, wenn die jetzt mit Random Invisible Blocks arbeiten, ist es vielleicht doch schlimmer, als ich dachte. So, da drüben. Das ist das Item, das das Level einem gibt. Ah, perfekt. Oh, cool, ich habe die Starcoin verpasst. Schöner Levelbeginn. Ich habe jetzt schon wieder Bock. Das Level ist doch nicht toll. Super. Es gibt wirklich keinen Grund, wenn man sich nicht 100% antut, nicht den Secret Exit in dieser Welt zu nehmen. Nicht nur spart man sich Zeit, die Level, die dahinter kommen, machen großteils nicht mal Spaß. Das mit den Lavawellen war ganz cool, auch wenn ich nicht so gut war. Das Kamek Castle, okay, kann man machen. Ich mag halt solche Level im Allgemeinen nicht. Und ich habe die Starcoin wieder verpasst. Oder? Habe ich diesmal noch die nötige Zeit? Wow. Ah, danke dafür. Ey, das ist doch so ein Bullshit. Wer designt denn sowas? Was muss man sich dabei denken? Gar nichts. Krass. Direkt nach der Starcoin, die man verpasst, wenn man nicht hell sehen kann. Zum Glück gibt's einen Checkpoint. Jetzt machen die sowas. Ah, scheiß auf den Kuchen. Ja, da ist die Starcoin. Okay, im zweiten Abschnitt war ich jetzt zum Glück ziemlich am Moven. Trotzdem, Alter, was ein Müll. Und ich überlege gerade auch, wo in diesem Unterwasserlevel überhaupt noch eine Starcoin war. Die muss eigentlich irgendwo in der letzten Passage gewesen sein. Aber ist natürlich mit Strömung und Dunkelheit findet man easy. So, ich würde sagen, wir machen in dieser Folge noch diese Starcoin und das Secret Level. Und dann reicht's mir auch. Also reichen tut's mir eigentlich jetzt schon, aber... Weiter. Den Scheiß muss ich mir jetzt mal nicht antun. Das ist ein fucking Joke. Was zur Hölle? Genau dafür spiele ich das Level nochmal. Halt. Lass mich den Kack einfach abschließen. So. Jetzt nur noch mal das hier. Ah, sicher trifft das. Ah, sicher trifft das auch. Ja, jetzt wird der zweite Abschnitt natürlich ganz lustig. Das wird lustig. Ja.
So. Zum Glück haben wir den letzten Teil jetzt nochmal ganz gut hinbekommen. Und jetzt das Secret Level. Nächstes Mal gibt's dann das Finale und den eigentlichen Final Boss im Game, die verfickte dritte Starcoin im Wasserlevel. Gott. Mal gucken, vielleicht rennen wir jetzt ja auch noch in so einen rein. Ich weiß gar nicht, ob es timingstechnisch es ist möglich. So, 8-7, das heißt, passt auch offiziell, dass wir das jetzt machen. Und ein Knochenachterbahn-Level. Im Prinzip sind die cool und ich hoffe, dass das sich auch in diesem Spiel bestätigt. Ich hab heute genug Scheiße durchgemacht. Und auch wenn die Starcoins im ersten Abschnitt von 8.6 gerade nicht so toll waren übrigens, das Level war trotzdem deutlich besser als die beiden davor. So. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben gerade 69 Münzen. Weiter geht's. Aha, die Plattformen reagieren da irgendwie unnötig drauf. Perfekt. Bereit sein, hier kommt gleich sowas von einer Starcoin. Wer hätte das nur ahnen können? So, erster Abschnitt geschafft. Und es ist halt ein typisches Knochenbahn-Level. Die sind eigentlich eben immer ganz cool. Zumindest bis hierhin. Ja, Feuerblume brauche ich jetzt nicht. Die ist anscheinend ein bisschen schneller, habe ich zumindest das Gefühl. Zumindest der Start war schneller. Ja, die Starcoin ist relativ free. Redcoins scheiße ich drauf. Hier darf man sich einfach nicht von der Flugbahn verwirren lassen. So, hier drüber. Dann halt kein Walljump. Hier kann man sich, soweit ich weiß, noch ein Item holen, genau. Und damit müssten wir auch bei der letzten Knochenbahn des Levels sein. Ja. So, und damit haben wir auch die dritte Starcoin. Hier auch einfach nicht verwirren lassen davon, dass die so durcheinander springen. Und ins Ziel. So. Gott. Das Level war nochmal was Netteres zum Abschluss. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch ein Hothead Battle an. Man soll für Secret Exits belohnt und nicht bestraft werden. Also lieber würde ich, wenn das Knochenbahn-Level da ist, wo das Wasserlevel wäre, würde ich lieber den normalen Weg gehen, als das Secret Exit mit dem Wasserlevel. Und warum gehe ich jetzt ins Toad-Level? Wir können uns ja mal angucken. Wir haben Toad noch nie gemacht. So, jetzt haben wir uns das auch mal angeguckt und können zum Hothead Battle. Danke. Ja, das System ist dasselbe wie bei diesen Gegnern in jeder Welt. Nee, die ist sehr schwierig. Das war's dann auch mit dieser Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wenn's euch besser gefallen hat als mir, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Beim nächsten Mal geht's auf zum großen Finale. Bis dann und ciao.